meine Kleinigkeiten, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist ein Auspack-Video, weil ein neues Hobbyhaus bei mir angekommen ist. Ihr seht schon, es hat sich ein bisschen was geändert. Es wird sich in nächster Zeit noch mehr ändern und dann kommt auch wieder eine Stalltour. Aber zurzeit nicht, weil sich das jetzt noch nicht rentieren würde. Auf jeden Fall packen wir das kleine Pferdchen jetzt wieder aus. Es ist gerade angekommen. Ich habe ihn von derselben, wo ich Dadadoo gekauft habe, das heißt von Corazon Horses, von Instagram, und ich verlinke euch meinen Instagram-Account in der Infobox und da wird dann auch ein Post von ihm sein, weil das Ganze dann lesen könnt und so was. Ja, auf jeden Fall packen wir den Kleinen jetzt mal aus. Ich bin schon ganz aufgeregt und ich freue mich schon, deswegen, let's go! Also das ist er jetzt, das ist Escaleur. Er hat schon einen Namen von mir und er ist unglaublich sweet und diese Mähne, das ist Wolle, aber die ist nicht, die ist aufgemacht worden, aber die ist nicht so franzig. Ich hatte, bitte nicht haten, ich habe dieses Pferd mal gemacht, das ist ein etwas älteres Pferd, das steht bei mir, weil meine Mama es so toll findet und es haben will. Steht bei mir rum. Und da ist es so, in der Mähne, die ist auch aufgemacht. Da ziehst du einmal dran und dann entstehen so Flusen. Und hier ist es so, die Mähne ist richtig wie Haare. Da ziehst du nicht dran. Okay, es kommt schon ein bisschen was raus, aber da musst du schon stärker dran ziehen. Und mein Gott, das ist so süß und so flauschig. Ich finde die Augenposition nicht ganz so passend und die Ganasche könnte ein bisschen größer sein, finde ich. Aber sonst. Und die Ohren sind noch ein bisschen zerdrückt. Das muss ich einfach mit der Zeit richten. Ich glaube, das regelt sich von allein dann irgendwann. Aber der cute, der ist schon echt cute. Er heißt eben Escaleur und das wird bei mir so ein Problempferdchen werden.
schon einen leichten Charakter und Story und so. Der Name ist von einem echten Pferd, was selber auch mein Problempferd war oder ist immer noch. Ich kannte das Pferd nicht so lange. Es wurde ziemlich schnell verkauft von aus dem Stall, weil er hat ein paar Leute runtergebuckelt und einmal wirklich sehr, sehr schlimm. Und er deswegen. Aber ich finde, das passt ganz gut. Und er ist total sweet und ich bin glücklich. Ein paar Infos noch. Er hat jetzt mit Versand 130 Euro gekostet. Also, ja. Ich finde aber, es ist es wert, weil... Mann! So süß. Und sonst, was sind noch Infos? Ja, keine Ahnung, Infos gibt es noch nicht. Ich werde sonst, falls ich was vergessen habe, schreibe ich es in die Infobox. Und schaut gerne bei meinem Instagram-Account vorbei. Und ja, das war es eigentlich schon mit dem Video. Tschüss, meine Englischkasten, habt noch einen schönen Tag. Bye, bye.